Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Schön, haben Sie eingeschaltet. Das ist «Persönlich» bei Claudia Lesser. Mein heutiger Gast war 11-mal Schweizer Meister im Eiskunstlaufen. Anschliessend hat er sich einen Traum erfüllt und eine ganz spezielle Eiskunstlauf-Gala auf die Beine gestellt. Mittlerweile ist er mit ihr seit 20 Jahren unterwegs. Und ich bin sicher, es kommt noch ganz viel mehr. Herzlich willkommen, Oliver Höhner. Hallo Claudia. Du, was beschäftigt denn dich aktuell gerade am meisten? Ja, weißt, wir haben ja verschiedenste Produktionen, die zum Teil jetzt gerade laufen, wie «Himmel auf Erden». Dort haben wir jetzt gerade die ersten zwei Shows durch. Und jetzt gehen wir dann in grösseren Stretch rein, bis an Weihnachten, also bis am 22. Dezember, wo weitere fast 40 Shows folgen. Und es war eine ganz intensive Vorbereitungsphase gewesen. Und gleichzeitig hast du natürlich die Vorbereitung für ein Arten 1, für ein Mercedes CSI. Und das läuft immer parallel. Also du hast bei einer Produktion bist du praktisch mitten drin. Bei der anderen bist du noch am Anfang und bei der anderen bist du dann wieder in der Produktionsphase, also mit all den Pre-Productions, die gemacht werden und mit dem Kreativteam arbeiten. Die einen fahren an Weihnachten runter, du fährst schon Weihnachten rauf. Aber «Himmel auf Erden» gibt es ja jetzt in eurem Portfolio noch nicht so lange. Ihr seid 2014 eingestiegen, haben glaube ich auch ein bisschen Lehrgeld zahlen im 2014, darf man glaube ich ganz offen sagen. Ja, jetzt hast du dich sehr stark wieder integriert. Ja. Ist das wahrscheinlich für dich auch noch? Du warst ja sehr erfolgsverwöhnt, auch noch speziell gewesen, oder? Mal wieder, mal finanziell wahrscheinlich auch einen Schuh rauszuziehen. Also 2014, ja, das war ein schwieriges Jahr gewesen. Wir haben ja das sehr kurzfristig übernommen. Und gefunden, ja, doch, machen wir. Und das hat sich dann sehr lange überzogen, im Sommer, bis man dann schlussendlich so weit war, dann wirklich den ganzen Laden übernehmen mit den halt bereits bestehenden Verträgen. Und das hat uns dann relativ wenig Vorbereitungszeit erlaubt. Und ich bin noch in einem anderen Projekt drin gewesen und habe dann ein Produktionsteam für die Showkreation eingesetzt. Und das hat dann nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und darum sind wir wahrscheinlich auch showmäßig nicht auf dem Niveau gewesen, wie das normalerweise sollte bei uns der Fall sein. Aber es hat natürlich alles gekehrt. Jetzt ist absolut alles neu. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Das Zelt finde ich wunderschön geworden. Also wenn du es in Malinen anschaust, muss wirklich klasse geworden. Wirklich sehr schön, wo man sich vorher vergnügen kann, essen kann. Und Joe, denke ich, da haben wir extrem Fortschritt gemacht. Wir haben ein super Team eingesetzt, alles neue Leute und auch meine ausländischen Star-Choreografen etc. dazugeholt. Von dem her gesehen, glaube ich, haben wir einen extrem grossen Schritt gemacht. Wieso muss man den Himmel auf Erden schauen? Ich denke, es ist eine Show, die wirklich in die Weihnachtszeit hineinpasst. Wir haben wirklich das Thema aufgenommen. Auch wenn es im Moment wettermäßig noch nicht ganz so aussieht, aber es kommt jetzt bald. Es sollte ja jetzt kommen. Und es ist eine Show, die die Unterhaltung bietet, und aber auch das Herz berührt. Es ist ein Mädchen, das die Hauptrolle spielt. Sie singt, sie tanzt, sie schauspielert. Also es ist mehr eine Produktion als ein Gala-Nummernprogramm, wie man das sonst sehr viel in den Weihnachtsshows sieht. Und dort wollen wir uns ein bisschen abgrenzen. Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich grossartige, auch artistische Acts drin. Wir haben eine super Tänzergruppe. Ich glaube, wir haben wirklich ein rundes Programm angebracht, das sehr kurzweilig ist und eigentlich all das vereint, was man würde sehen würde von einer Weihnachtsshow. Hoffe ich wenigstens. Ich nehme an, steckt sehr viel Oliver Höhner drin. Das ist nämlich, glaube ich, die grosse Stärke eben auch von Arthur Neis. Sie hat es vorher angetönt. 20 Jahre bist mit dem Thema schon unterwegs. Man könnte ja das Gefühl haben, irgendwann müsste doch der kreative Schatz auch einmal erlöschen. Das ist bei dir nicht so. Du bist noch nie eventmüde geworden, wie viele andere, die mal sagen, du, jetzt brauche ich mal eine kreative Pause. Ja, ich gönne sie einfach nicht, die kreative Pause. Vielleicht sollte ich sie manchmal haben, aber nein, ich kann eigentlich immer extrem Freude, kreativ zu arbeiten. Es fällt mir auch leicht. Also ich habe immer voll von Ideen, was ich jetzt im nächsten Jahr machen möchte. Neue Sachen in die Show reinbringen, neue Sachen ausprobieren. Und das einzige Problem, das du hast, du weißt nicht, wann die Ideen kommen. Also, ob sie jetzt wirklich kommen,
zum Tag X, wo sollte denn da sein? Oder ob es halt ein bisschen länger geht, das weiß nie. Und wenn sie mal ganz ausbleiben, dann wäre nicht gut. Ja, Jesus, dann wäre ein USP weg. Aber ja, was machst du denn, um die kreativen Ideen zu haben? Viele gehen raus laufen, die einen gehen joggen, dritte machen irgendwie Workshops mit gelben und pinken und blauen Zähnen. Ich kann dir sagen, wenn der Geistesblitz kommt. Aber es stimmt schon, wenn man rausgeht, laufen, mit dem Hund spazieren, mal joggen, das hilft auch noch recht. Mhm. Da kommen dann wirklich noch gute Sachen in den Sinn. Aber manchmal auch beim Autofahren, wenn irgendwie ein Stück Musik auf dich reinprätscht, dann hast du das Gefühl, oh, jetzt hätte ich noch eine Idee, das stimuliert mich, ich sehe jetzt zu dieser Musik das und das. Also es gibt, überall gibt es Inspiration, die du nachher umsetzt. Was ich nicht mache, ich gehe nicht andere Shows schauen. Ich gehe eine andere Shows schauen, aber ich gehe nicht, um zu sagen, okay, ich will das kopieren, ich will das machen und das. Das mache ich nicht, sondern Art und Weise muss von dem leben, wie es organisch wächst und was auch zulässt und was auch Sinn macht. Und meine, wer Art und Weise sieht, der weiss, es ist nicht mehr nur Eiskunstlaufen und Live-Musik, sondern es hat so viele andere Elemente dazu. Aber die müssen alle zusammenpassen. Und das ist ganz wichtig. Also wir wollen nicht einfach irgendetwas rein tun, wo artenfremd ist jetzt für Art und Weise. Das schauen wir uns nachher natürlich auch noch an. Die Kreativität, hast du die schon immer gehabt? Ist das schon als Bubenthema gewesen? Ja, die hatte ich. Also ich war ja als Eisläufer vielleicht jetzt nicht der ganz grosse Techniker gewesen, aber ich bin glaube wirklich von der Kreativität, wie ich meine Nummern gestaltet habe, dort echt fast der Zeit ein bisschen voraus gewesen. Also dort sind noch so viele mit klassischer Musik rumgelaufen und ich habe das relativ dann schnell gespielt und habe dann gefunden, ja, ich laufe jetzt einmal zu Dire Straits oder was auch immer. Und ich glaube, dort hat man schon gemerkt, dass ich ein gewisses Flair habe, dass man auf dem Eis auch Sachen machen kann, die jetzt nicht so wahnsinnig traditionell sind. Mhm. Und natürlich hat mich auch immer andere Sachen fasziniert. Also ich bin extrem gerne Shows schauen oder auch Konzerte. Wenn gut produzierte Konzerte, finde ich auch sehr, sehr spannend, wie sie das machen. Und ich glaube, das war einfach mein Ding gewesen. Und durch das, dass ich ja nach meiner Aktivkarriere, also vor allem mit den Wettkämpfen, dann irgendwann Schluss gemacht habe, dass ich noch relativ jung war dort und auch am Tournee laufen mit den Shows, nicht wirklich wahnsinnig Freude hatte, die ganze Zeit aus dem Kopf erleben, das war nicht so mein Ding. Da konnte ich dann relativ früh anfangen, Shows zu produzieren. Da habe ich gesagt, das schreibe ich mir auf die Fahne, mal schauen, was passiert damit. Da muss ja irgendwann etwas passieren, dass man überhaupt zu dem Punkt kommt, dass eben so eine Show kann, organisiert werden. Bei dir ist das sehr schnell gekommen, im 95. Aufgehört hast du etwa um 93, gell? Also im 91, ja, bin ich letzten Wettkampf und dann bin ich noch ein bisschen Tournee gemacht und so. Hast du eigentlich direkt gewusst, was nach deiner Profikarriere machen? Viele Sportler fallen dann in so ein schwarzes Loch hin und sind orientierungslos und wissen das erste Mal nicht genau, was jetzt nachher kommen soll. Nein, ich habe dann auch verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich habe ja noch als Eislauftrainer geschafft, habe dann das Eislauftrainer-Diplom gemacht, noch das NKS-Diplom, sodass ich im Sport noch reingeblieben bin und habe versucht, mein Wissen weiterzugeben. Dort war wirklich dann ein bisschen Problematik gewesen. Das gebe ich auch ehrlich zu, dass ich glaub, motivierter gewesen bin als meine Schüler. Und das ist natürlich wahrscheinlich nicht unbedingt der richtige Ansatz. Das ist nicht zu denen übergeschwappt, deine Motivation. Ja, ich habe es probiert, aber ich glaube, Eiskunstlaufen lebt ja vor allem, dass der persönliche Einsatz von einem Eisläufer muss extrem auf einem hohen Level sein. Sonst funktioniert es nicht. Und das kann man jemandem nicht beibringen. Man kann ihm Technik beibringen, man kann ihm helfen, dort hinzukommen, aber man kann ihm nicht beibringen, alles zu geben für diesen Sport. Und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert es nicht. Und dort habe ich dann relativ schnell gemerkt, das macht mir zwar Spass, aber es wird mir nicht das Leben lang Spass machen. Mhm. Und dann bin ich dann relativ schnell mal auf die Idee gekommen, jetzt könnte ich eine Show produzieren. Und dann ist alles sehr schnell gegangen und sehr kurzfristig gewesen. Und eigentlich in dem Moment hat mein stressiges Leben angefangen. Ab da, man könnte meinen, als Spitzensportler sei stressig, aber als Manager ist es natürlich noch viel mehr. Und als Manager kennt man dich natürlich auch. Wir schauen mal schnell auf die Straße und fragen Herr und Frau Schweizer. Der Oliver Höhner, wer ist das eigentlich? Das sind die Antworten darauf. Also so auf den ersten Blick ist ein Businessmensch. Also ein bisschen eher Karrieremensch, würde ich ihn jetzt einschätzen. Er sieht aus wie ein Politiker. Macht einen seriösen Eindruck. Schlägt er für so. Das ist jetzt nicht so mein Stil. So ein Occasion-Autohändler, den man nicht trauen würde. Ehrgeizig sieht er aus. Ich weiss einfach, dass er ein ehemaliger Eiskunstläufer war. Wie er heisst, weiss ich leider nicht mehr, habe ich vergessen. Eiskunstläufer kenne ich nur den Lambiel.
Daniel Höhne oder so etwas. Genau, der Oliver Höhne. Der ehemalige Eiskornschleifer. Das ist schon lange her, oder? Das ist x-mal Schweizer Meister geworden und Europameister. Sehr seriös und ein Familienmensch, ja. Sicher ein sehr korrekter. Ich würde sagen, Familienmensch. Ja, aber ein bisschen Party sicher auch. Obwohl er wahrscheinlich genug Party hatte in seinen jungen Jahren. Seine Augen sind schon doch so wie gross. Ja, er hat einen aggressiven Blick. Unsympathisch. Sieht etwas böse aus. Er hat sicher viel erlebt. Also, sein Blick ist schon etwas geprägt, habe ich das Gefühl. Also, ein bisschen streng, ein bisschen seriöser. Ganz sehr flott und sehr professionell. Jetzt, in dem Beruf, den er jetzt macht, ist er äußerst professionell. Und er hat seine Karriere gemacht und tut sich behaupten. Er macht ja auch CSI und alles, was er da der Chef ist von dieser Organisation und super Typ. Den finde ich genial, weil ich gehe auch Sword & Ice jedes Jahr schauen. Ich finde es genial, was der auf die Beine stellt. Sehr interessant, was da alles kommt. Ja. Autohändler, hast du das schon mal gehört? Nein, das ist das, der ist neu. Ist der neu? Ich habe schon vieles gehört, aber Autohändler. Was war nicht neu für dich? Ja, ich glaube, dass ich sehr unterschiedlich ankomme bei den Leuten. Mhm. Oder? Also man sieht, das ist ein Wahnsinnsspektrum, das hier abgefahren wird, also bei diesen Aussagen. Aber das ist etwas, was du auch erlebst im Alltag. Ah, ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, je nachdem, wie ich bin oder in welcher Situation dass ich bin, komme ich auch total anders rüber. Mhm. Und ob man mich gut kennt oder etwas weniger gut kennt, ich glaube, das macht auch einen recht grossen Unterschied. Und man hat aber gesehen, dass viele Leute mich schon gekannt haben und ein bisschen wissen tun, was ich mache. Und die setzen sich dann gerade anders ein als jemand, der mich jetzt nur jetzt vom Bild sieht und nichts mit dem kann anfangen kann und denkt, okay, was ist jetzt echt das für ein? Mhm. Ich glaube, dort ist nochmal ein anderer Ansatz. Dann. Korrekt und sehr seriös haben wir ein paar Mal gehört. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen vom Manager, ist das so? Ja gut, ich meine, man muss eine gewisse Disziplin haben und die habe ich vom Sport gelernt und die ziehe ich weiter im Job. Seriös, ja. Das ist wichtig, dass man seriös arbeitet und trotzdem den Fun aber trotzdem auch hat. Mhm. Den habe ich auch. Und ich kann es auch extrem lustig haben, auch wieder mal an einem Abend. Und ich kann auch mal eine Party mitmachen. Also vor allem auch, wenn wir in den Produktionen sind, ist es nicht der, der dann macht ins Bett geht, sondern ich mache dann gerne mit all unseren Künstlern und Läufern. Und, das macht auch Spass. Und so soll es auch sein. Also es muss beides geben. Es muss der Fun sein im Leben, aber natürlich zwischendrin auch seriös. Und ich bin auch extremer Perfektionist, wenn es um meine Show geht. Also, muss wirklich alles stimmen. Ja. Bist du das im Alltag auch mit deinen Mitmenschen und der Familie? Ja, bin ich schon. Was heisst denn? Also? Ja, es belastet oder stresst mich, wenn Sachen nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Oder wenn ich das Gefühl habe, okay, da ziehen nicht alle am gleichen Strick. Ob es in der Familie ist oder im Büro oder wenn ich das Gefühl habe, eben, wir holen nicht das Möglichste aus etwas aus einer Situation. Dann werde ich aber nicht böse und aggressiv, sondern das belastet mich eher. Also das muss dann irgendwie zwar raus, aber es ist nicht so, dass ich ein Choleriker bin und ausflippe und umschreie. Also, ich glaube, mich hat noch niemand im Büro gehört umschreien. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben in den 20 Jahren. Du machst das einfach zum Thema und versuchst es zu lösen. Ja, versuch es zu lösen. Aber ich glaube, man merkt es mir dann an, wenn man dann etwas ziemlich stinkt. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Familie haben wir auch gehört. Ich glaube, das ist bei dir auch ganz ein wichtiges Standbein, oder? Ja, so, dass... absolut. Ich habe ja zwei Kinder. Mhm. Sie sind Zwillinge. Sie sind jetzt 9-jährig inzwischen. Und die machen ihren eigenen Weg. Sie sind überhaupt nicht auf dem Eis daheim. Nicht? Nein, sie sind auf dem Tennisplatz daheim, was ich toll finde. Und ich gehe extrem gerne bei ihnen zuschauen, ob es ein Training ist oder ein Wettkampf. Finde ich sehr spannend. Ich sehe es nicht jeden Tag, aber wenn man es dann irgendwie so alle Monate mal sieht, dann sieht man auch die Fortschritte, die sie gemacht haben, die Entwicklung, die sie durchmachen. Das ist total lässig. Mit deiner Frau, Divi, bist du auch schon enorm lang zusammen. Mhm. Sie sind seit dem 91. Mhm. Für viele Spitzensportler ist das ja so, dass sie sich sehr früh ein Nest bauen und dann so ein sicheres Familiengefäß schaffen. Hast du das auch so erlebt? Dass es einfach, wenn man auch nachher so unter Passion steht und unter Druck steht, dass man halt eben zu Hause so ein sicheres Gefäß braucht?
Also das tut auf jeden Fall gut, weil ich könnte mir gar nicht vorstellen, wenn es jetzt daheim nicht wieder rund laufen oder wie Trainingsphase. Ich meine, das sind ja wahnsinnig einschneidende Momente im Leben von jedem Menschen, wenn er sich trennt von seinem Partner, von seiner Familie, muss sich neu organisieren. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Also ich will es A nicht und B, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil das wäre wirklich total hilflos. Mhm. Und ich habe meine Frau kennengelernt, ganz am Schluss von meiner Karriere als Eisläufer, wirklich im letzten Jahr. Also dort ja, ist für mich dann wie ein neues Leben angegangen, die Zeit danach von den Wettkämpfen. Und ja, seitdem sind wir zusammen. Und wir werden wahrscheinlich eine Weile bleiben. Ja, das tönt zumindest sehr so. Sie hat in dem Fall eigentlich deine ganze Karriere, deine Nachkarriere nach dem Spitzensport dürfen aktiv begleiten. In dem Fall, das ist richtig, ja. Wie wichtig war das für dich in diesem Prozess? Das ist immer toll, wenn jemand das teilt. Die Freude, die Erfolge, die man hatte, dass man das mit jemandem teilen kann, wenn man daheim ist. Und natürlich ist es auch sehr wichtig, dass man darüber reden kann, wenn jetzt wirklich wieder so ein Tag war, weißt, du kennst das auch, wo einfach alles schief gelaufen ist. Und dann, das sind dann so die Momente, wo du wirklich auch daheim mal schnell darüber redest. Und dann baust du wieder an dem auf und du hast deine Kinder, kannst du mal ablenken von dem. Und dann weisst du am nächsten Tag gar nicht dahinter und du all die Scherben auflesen und fang sie an zusammensetzen. Und es kommt dann schon gut. Also auch das gibt es in deinem Leben, in dem Fall. Absolut. Auch wenn man sieht das nach außen oft nicht, sieht ja immer sehr alles glamourös und erfolgreich aus. Aber auch das braucht es, oder? Die Teile wahrscheinlich dazwischen. Ja, ich glaube, die meisten Leute sehen gar nicht den Prozess dahinter, bis so eine Show steht, bis alles steht und sechsmal voll ist. Das ist eben mindestens ein Jahr. Und das Jahr, da läuft nicht immer alles gut. Mhm. Und da muss man um vieles kämpfen. Und Budgets und alles Mögliche, was dazukommt. Und auch viele Absagen von Sachen, wo man das Künstler sind, die jetzt gerade nicht können, wo man sich in den Kopf gesetzt hat, den will ich unbedingt haben. Für Sponsoren. Also man ist jeden Tag einem neuen Challenge ausgesetzt. Und das ist spannend, aber es ist auch belastend. Und das merkt man auch nach diesen Jahren, also nach 20 Jahren. Steckt nicht mehr einfach alles so ring weg. Man wird auch ein bisschen verletzlicher, oder? Ja. Und der Druck wird natürlich auch immer grösser, oder? Je erfolgreicher man ist. Mit dem hast du nie Mühe, das Gütesiegel Oliver Höhner dann eben auch so ganz viel irgendwann öffentlich verpflichtet. Auch wenn das wahrscheinlich... Ich will natürlich den Erfolg können beibehalten und sagen, ja gut, jetzt sind wir immer noch gut unterwegs, aber es ist ein bisschen weniger erfolgreich. Das ist wie keine Option. Mhm. Und eine Halle, die nicht voll ist, die stresst mich extrem. Und das ist einfach etwas, das ist in mir rein. Ich will einfach das dann auch haben. Wenn ich schon so extrem viel dafür arbeite und wirklich alles gebe, dann hoffe ich einfach immer, dass dann der Award ist, nicht unbedingt das Finanzielle, sondern die Vollhalle. Mhm. Nimmt man das sonst auch persönlich? Ja, es ist wie eine persönliche Niederlage. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich lade dich mal ein Kärtchen ziehen. Wir tun zwischendurch immer unsere Gäste ein bisschen challengen, obwohl die Frage. Was? Soll ich jetzt vorlesen? Ja, warte, sonst schaue ich schnell. Was sind die positiven Aspekte von einer Partnerschaft und welche die vom Single da sind? Du siehst, du hast gerade das Kärtchen in Sachen Liebe gezogen. Mhm. Positive Aspekte von einer Partnerschaft hast du vorher schon ein bisschen erzählt. Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel dazu beizufügen. Ich glaube, der Halt, das gemeinsame Erleben, können auch zusammen weggehen, zusammen auf Reisen gehen, zwischen ihnen. Das sind ganz wichtige Momente, den Halt überzukommen, zum Ausgleich, zum stressigen Berufsleben, wo man zum Teil zwar in einem Team arbeitet, aber trotzdem auch ein Einzelkämpfer ist für seine Sache. Hat sich die Liebe verändert in den letzten 25 Jahren? Sicher, ja. Die ist anders geworden. Ja. Aber nicht minder spannend. Ja. Ist alles noch. Cool. Immer noch sehr cool. Ja, das ist doch cool. Richtig. Ist auch anders, aber cool.
Art und Eis geht jetzt dein 21. Jahr rein. Das ist ein Wahnsinn. Du hast vorher erzählt, 1995 ist das losgegangen mit einer ganz schicksalshaften Begegnung mit dem Reto Gawitzel, dem heutigen Geschäftspartner. Schnapsidee damals in einer Bar, wo wir, glaube ich, einfach ein bisschen verrückt brainstormt haben und davon geträumt haben, eine Eisgala auf beide Stellen. Der Unterschied zu vielen ist, ihr habt es dann auch gemacht und habt überwältigend 8'000 Zuschauer gehabt, wärst du den Erfolg erklärt. Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du auf der Reto getroffen bist und ihr euch dann auch gerade so gefunden habt als Menschen? Ja, das war einfach wirklich ein Zufall gewesen. Und wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt. Wäre das vielleicht ein Jahr vorher passiert, wäre nichts daraus geworden. Und wahrscheinlich ein Jahr später auch nicht. Mhm. Also, der Reto hat dort bei Radio 24 gearbeitet. Und ist vom Moderator dort ins, glaube ins Management gegangen von Radio 24. Und hat aber gerade zu dem Moment gefunden, so, jetzt ist es Zeit, mich selbstständig zu machen. Ich gehe aus dem Kuchen raus und will selbstständig werden. Und ich habe gerade in dem Moment angefangen, Shows zu produzieren. Und ich bin schon zmitzt, ich bin sogar kurz vor meiner ersten Show gewesen, das war nicht die im Hallenstadion, sondern die noch in Küsnacht gewesen, in der Eishalle, bin ich kurz davor gewesen und habe noch einen gebraucht, der mir ein bisschen unterstützt in der Medienarbeit und noch Moderation macht. Und dann ist er mir an einer Filmpremiere über den Weg gelaufen und hat mir darüber geredet und hat gesagt, ja, du, ich habe jetzt gerade Zeit, ich könnte das machen, schau das mal an. Und so hat das rein durch Zufall angefangen. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, er hat mich auch wahrscheinlich nicht gekannt. Und es hat funktioniert, es hat harmoniert. Und wirklich seit 20 Jahren harmonieren wir. Also, es ist auch eine spezielle, es ist fast eine Liebesbeziehung für eine andere Art. Ich verstehe euch mittlerweile blind. Speziell war es bei Art und Eis, am Anfang bist du mitgefahren bis 2000. Und das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Es nimmt mich mal wunder, wie das für dich ist, wenn du dich damals noch siehst. Nicht schön. Nicht schön. Wieso ist das nicht schön, um dich da so gesehen? Ja, also erstmal, es ist immer nicht so einfach, sich selber zu sehen. Das kenne ich, ja. Das kennst du, oder? Man sagt, oh nein, das ist nicht, oh, das kommt ganz anders über, als ich es gefühlt habe und so. Und so ist es natürlich auch, wenn man sich selber sieht auf dem Eis. Und andererseits ist es natürlich noch eine Zeit, wo sich jetzt halt auch das Eislaufen wieder weiterentwickelt hat. Also das sind einige Jahre zurück. Und auch wenn man das sieht, zum Beispiel die Wettkämpfe, wie es damals waren und wie jetzt die Läufer heute laufen, das ist eine andere Welt, das ist eine andere Liga. Das ist aber bei jedem Sport wahrscheinlich so. Definitiv. Der Fußball ist auch schon. Und darum denkt man, mein Gott, sind wir da noch old fashioned. Aber wenn du eine Fernsehsendung schaust und den Tagesschausprecher vor 20 Jahren siehst, denkst du, Gottes Willen, was hat denn der und was sind denn das für eine Frisur? Also, so kommt es einem halt über, wenn man das nach all diesen Jahren sieht. Und es ist aber auch lässig, wenn du siehst, ja, es hat einen gewissen Ansatz von dem Art und Eis, die wir jetzt haben, die sind ja immer noch drin. Also, das Grundelixier, das ist immer noch da. Das ist die Verbindung vom Künstler zum Eisläufer oder vom Künstler zum Tänzer, was auch immer. Das ist immer noch da und das ist immer noch das Wichtigste bei Art und Eis. Und all das, was dazugekommen ist, das macht es zwar spannender, das sind all die Gewürze, die man da beimischen kann. Aber das Grundding, das steht noch. Du hast aber in dieser Zeit auch vieles erlebt. Es sind natürlich unglaublich viele Künstler gekommen und gegangen. Und dieses Jahr wieder ein unglaubliches Line-up mit der Jessie J und den Jacksons. Mhm.
du hast am Anfang ein bisschen kämpfen, dass du die Musiker bekommen hast. Da muss man ja zuerst mal ein bisschen Boden gut machen. Es hat auch eine spezielle Begegnung mit dem Alexander Pereira vom Opernhaus, wo, glaube ich, bei dir so richtig dann, den Stachel vom Ehrgeiz geweckt hat. Oder? Das ist richtig, ja. Am Anfang war das wirklich schwieriger, weil ich habe keine Erfahrung in der Musikszene. Ich habe zwar die Eislaufszene sehr gut kennt, aber die Musikszene überhaupt nicht. Und dort hat man natürlich versucht, alle möglichen Quellen anzuzapfen, um an die richtigen Künstler heranzukommen. Ich habe gefunden, im zweiten Jahr, ich bin wirklich auch noch auf der klassischen Schiene gewesen, ich würde gerne Montserrat Caballé haben. Und bin dann das Naheliegende gemacht, mit zum Herrn Pereira gegangen und wollte fragen, ob er mir kann die einfache Telefonnummer geben von der Frau Caballé. Und das hast du nicht gut angekommen. Das ist nicht wirklich. Er hat keine Freudentanz gemacht. Nicht? Nein, komisch. Ja? Das ist sehr komisch. Und dann hast du gesagt, er hat mir dann gesagt, wissen Sie, Sie müssen das verstehen, sie ist eine Opernsängerin, wie sie im Opernhaus auftritt. Und so fühlt sie Hallenstadionsängerin heiß, wenn sie im Hallenstadion auftreten würde. Aber ich habe mir dann gleich durchgekämpft, halt mit einem anderen Weg. Und schlussendlich ist auch die Montserrat Caballé dann bei mir auftreten. Und das hat mir dann auch Mut gemacht. Er hat gesagt, wenn man beharrlich ist und sich durchkämpft, irgendwann kommt man zum Ziel. Und das war sehr, sehr oft dann auch der Fall, wo es schlecht aussieht, wo man gesagt hat, okay, wir sind noch nicht so bekannt. Und so die ersten Popstars, die wir angefragt haben, dachten, was, Eislaufen? Und, die haben gedacht, wir machen das Merli-Programm auf dem Eis und so. Also, bis sich dann das etabliert hat. Und jetzt sind wir sehr bekannt, auch in der Musikwelt. Also, wir werden auch sehr stark jetzt angefragt immer wieder, können die Künstler bei uns auftreten und so. Und zum Teil recht grosse Acts. Und so ist es auch mit den Jacksons passiert. Das ist für mich jetzt auch wieder so etwas unter dem Motto «Unglaubliche Geschichten von Art und Eis», wie das jetzt dran gekommen ist mit den Jacksons. Wie ist das dran gekommen? Ich habe mit einem Agent zu tun, wegen einem anderen Künstler. Und habe gesagt, ich würde gerne die Künstlerin eventuell für Art und Eis verpflichten. Und dann hat er gesagt, ja, finde ich gut. Ich habe einfach noch eine Idee. Weil er jetzt meine Show angeschaut, hat sich die Videoclips angeschaut und habe gefunden, er hätte den perfekten Act für mich. Und dann gesagt, okay, wer? Und dann gesagt, Jacksons. Und dann habe ich das erste Mal überlegt, mache ich jetzt richtig, wenn ich frage, die Jacksons? Also nicht irgendwie eine Coverband, weiss ich was, oder Joe Jackson. Nein, die Jacksons. Ja, und alle von diesen vier noch bestehenden Jacksons? Ja, alle. Aber ich kann nicht 3 Monate verhandeln und nachher herausfinden, dass die Gage dermaßen hoch ist, dass ich mir sowieso nicht kann leisten. Ich sage, nein, schau, das ist so. Die suchen sich solche Sachen aus, genau so wie du produzierst. Speziell, nicht lange Tourneen und einzigartig. Mhm. Und gib mir 2 Tage Zeit, dann kommst du eine Antwort. Über. Nach 2 Tagen war die da. Nein. Mhm. Freut sich riesig wahrscheinlich, oder? Ja, sie haben wirklich Freude. Sie haben gerade eine Videobotschaft geschickt und finden es total cool. Sie haben sich auch gerade damit befasst und gesagt, oh, Jesse J dazu, we're hanging out with Jesse J. Und ist total herzlich. Ich muss auch sagen, sie sind, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, sie kommen übrigens am 2. Dezember auch noch hier für mich, wo wir die ganze Produktion und so dort besprechen. Und sie, so wie sie überkommen, weißt, völlig bodenständig, normal, nicht der crazy, strange Mythos wie von Michael, sondern sie sind völlig, völlig relaxed. Und man muss auch sagen, was ich gesehen habe, musikalisch immer noch absolut top. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist spannend. S215 war spannend mit Nelly Furtado, die ja auch eine sehr spezielle Künstlerin ist und bei euch immer sie auch ganz so bodenständig und nahbar auch erlebt hat. Wir haben da einen kleinen Ausschnitt vorbereitet aus dem 215, 20-jährige Jubiläum. Mark Sway und Nelly Furtado, für mich die grossen Highlights. Hier haben wir ein paar Bilder.
Also man sieht es oder spürt es schon beim Uschi da. Und eins steht halt einfach in erster Linie auch für grosse Emotionen. Und für 2016 habt ihr euch ja nochmal etwas Spezielles vorgenommen, habe ich gelesen. Ein grosses neues Eventkonzept. Was erwartet uns denn da? Ja, es ändert einiges. Wir haben eine neue Bühnensituation kreiert und vor allem eine neue Eissituation. Das heisst, ich glaube, 99% der Eisbahnen auf der Welt die sind vier- und rechteckig. Ja. Und wir machen jetzt ein organisches Eisfeld. Also es wird runde Formen haben drin. Und ich denke, das wird einen recht anderen Look geben. Ja. Und es wird auch gewisse interessante Problematiken mit sich ziehen, wie sich die Läufer orientieren. Und nicht mehr gerade Banden. Die Banden sind jetzt auch tiefer, es gibt nur noch LED-Banden. Und so. Es ist einfach der ganze Look wird jetzt mal nach 20 Jahren über den Haufen geworfen. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Bühnensituation. Wir arbeiten eigentlich nur noch mit beweglichen Bühnen. Mhm. Wir werden die zweite Bühne jetzt bauen, die voll beweglich ist, überall kann einfahren, also das gleiche, wir sagen dem Stagecar, also man fährt mit der umeinander, mit dem Künstler, mit verschiedenen Grössen von Elementen, die man draufsetzen kann und kann eigentlich auf dem Eis überall die platzieren, kann verschiedene Situationen generieren, sodass eigentlich von der klassischen Bühnensituation kommt man immer mehr weg, sondern man versucht das noch mehr zu einer Einheit zu machen und den Künstler noch näher an Eisläufer anzubringen. Man sieht, also der kreative Output der wird nicht weniger, der wird bei dir immer mehr. Einfach die ganz grossen Stärken, Beharrlichkeit, haben wir auch schon gehört. Ich glaube, das ist mit und ein ganz grosses Markenzeichen von dir. Und ich bin sicher, man sieht im Gesicht noch ein paar mehr. Das ist der Pietro Sassi, der sich durch die Gesichtszüge ganz genau angeschaut hat. Oliver Höhner, Mr. Art on Ice, ja, in der Schweiz eine bekannte Persönlichkeit zu dem Thema. Bei ihm sehr, 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 sehr stark ausgeprägt ist seine eher fliehende Stirn. Die geht einfach so hinterher. Fliehende Stirn heisst immer, will weiterentwickeln, will mit anderen darüber diskutieren, will, ist nicht immer so einverstanden mit anderen oder so, aber er tut das immer weiterentwickeln, auch mit anderen Leuten zusammen. Und dann ist noch wichtig bei ihm, was man sieht, ja, er ist ein situativer Perfektionist. Uiuiui, was heisst denn das? Situativer Perfektionist heisst, dass er situativ auch wirklich eine perfektionistische Anträge hat. Das sieht man hier, weil hier bei der Augenbrauenhaarung im hinteren Teil sieht man dann zwischen Augenbrauen und dem Auge sieht man dann recht viel Haut. Und das gibt mir den Hinweis, dass es situativ perfektionistisch ist. Ja, und dann natürlich belastbar. Belastbar bis zum geht nicht mehr. Also der Mann, was der alles reinladen kann und was der alles macht laufend, das sieht man durch seine eher breite Nasenrücken. Und je breiter der Nasenrücken ist, man effizienter in der Umsetzung und man kann auch ein bisschen mehr Druck verlieben und hat das sogar gern. Ja, was auch dazu kommt, er hat nämlich noch einen starken Dominanzanspruch. Für die Aufgabe braucht es das natürlich so, und zwar ist das ein bisschen speziell, weil der Dominanzanspruch zwischen hier, Nasensteg und Oberlippe, das ist die Distanz, aber sie geht ein bisschen nach innen. Die Form geht rein und das heisst immer, ja, es ist eher sachbezogen, wie er funktioniert, aber gleichzeitig kann es auch eine Ich-Bezogenheit sein. Er kann dann aufgrund von sich, von seinen Ideen oder wie es entwickelt wird und so, kann er dann auch sein Ich ins Zentrum stellen. Klar ist auch, seine Querfalter da im Kinn und das heisst immer, wenn es ihm passt, dann sagt er es und hat Freude und wenn es ihm nicht passt, sagt er es auch. Er schluckt also einfach nicht runter. Zu diesem Job braucht es natürlich auch ein starkes Selbstbewusstsein. Und das hat er natürlich. Er hat das, weil man hier im Ohr, das Innenohr kommt extrem weit über das Aussenohr aus. Und dort, das Selbstbewusstsein ist etwas, das ihn lebenslänglich begleitet. Und darum kann er gerade anstehen und kann dann dementsprechend auch so funktionieren. Du, ja, schönes Päckchen. Also, wenn man einen Manager beschreiben würde, müsste man wahrscheinlich etwa diese Attribute haben. Spannend. Bist du mit deiner unglaublichen Belastbarkeit bist du nie so im Stress gewesen, das Gefühl gehabt hast, jetzt geht es auch nicht mehr weiter? Also, es gibt ja viele, die so arbeiten, die du also sagen, zwischendurch habe ich dann schon einmal so
die Erschöpftheit oder vielleicht auch so ein bisschen Ansätze von ja, sag ich mal, Stressschwäche, nehmen wir es jetzt mal so. Mhm. Doch, doch. Kennst du das? Mhm. Also mal erschöpft sein. Ich kenne es. Ja. Ich kenn's. Ich akzeptiere es einfach dann auch nicht, obwohl das ist der falsche Weg eigentlich. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir dann wirklich versuchen, auch mal Distanz zu etwas zu gewinnen und einfach mal auch etwas sein lassen, weil es jetzt halt nicht so gelaufen ist und das können abhaken. Mit dem kann ich sehr schlecht umgehen, das funktioniert nicht wirklich bei mir. Aber es ist, was funktioniert, ist wirklich Belastbarkeit. Also, dass ich auch mit schwierigen Situationen, und die haben wir viele gehabt, natürlich 20 Jahre, wenn du Veranstaltungen produzierst, also viele schwierige Situationen, und über auch längere Zeit eine schwierige Situation hast, dass ich trotzdem durchhebe und motiviert bin und nie aufgebe und immer noch versuche, etwas rauszuholen dabei. Aber was motiviert dich denn in dieser Zeit, dass die Kraft, woher kommt denn die Kraft? Ich kann nicht verlieren. Mhm. Das ist bei vielen der Fall, oder? Dass es dann das ist, dass man ja. Halt dann sagt, man will dann einfach ich kann, einfach das Problem zeigen, ich habe jetzt hier versagt oder das hat nicht funktioniert. Mit dem habe ich extrem Mühe und ich gebe alles, um das Beste daraus zu machen. Mhm. Immer. Mhm. Ich versuche in jeder Show versuche ich das Beste zu geben und Sachen rauszuholen. Und eben, wenn es halt dann nicht läuft, dann ist das, wo dann kommt die Belastbarkeit. Weil wenn man Erfolg hat, ist Belastung nur halb so schlimm. Absolut. Schlimm das ist wunderbar, ja. Du bist motiviert, du hast Erfolg, Tickets laufen super und das hast du einen schönen Tag und du bist motiviert, ins Kreativmeeting hineinzugehen. Und wenn es nicht der Fall ist, wenn es umgekehrt nicht ist, dann sagst du, ah, das Harz daten oder das und dort sind wir nicht ganz voll bei dieser Himmelfernshow. Dann ist es ganz, ganz schwierig. Also nicht unmöglich, aber es macht einfach wesentlich weniger Freude. Und es belastet dich neben dem, was du sowieso machen musst. Und die Arbeit, die du sowieso hast, hast du noch eine zusätzliche psychische Belastung, wo unangenehm ist. Jetzt hast du aber natürlich ein sehr gutes Selbstbewusstsein, wie man von Pietro gehört hat. Ich nehme an, das ist so. Das hilft einem wahrscheinlich dann in so einer Situation, oder? Ja, das stimmt. Da hat er auch recht. Ich habe auch Vertrauen, dass ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit gut ist. Es klingt überheblich, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass was ich abliefere, ist gut und dass ich im Bereich Showproduzent, Kreativität nicht nur jetzt, was Eislaufen betrifft, sondern eben, man sieht, ja, wir machen für verschiedenste andere Shows für den CSI, für Elite Model Look oder was auch immer. Und ich habe wirklich das Gefühl, wir sind absolut spitze in dem, was wir machen. Und ich denke, das ist das Selbstvertrauen, das ich habe, dass ich sage, ich bin wahrscheinlich einer der Besten, die es gibt. Mhm. Woher kommt denn eigentlich das Selbstvertrauen? Ist das die Basis, oder ich will ein bisschen auf die Kindheit zurückkommen. Ist das etwas, was du in der Kindheit schon dir erarbeitet hast, weil du ein gutes Familienhaus gehabt hast? Oder ist es eben gerade umgekehrt, weil du hast viel kämpfen? Es ist mit dem Erfolg. Und ich habe beim Eislauf eigentlich eher ein bisschen darunter gelitten unter dem. Also ich hätte eigentlich dort gerne mehr Selbstvertrauen gehabt. Mhm. Das kommt natürlich auch, was hast du für Fähigkeiten, was kannst du auf dem Eis, wie gut bist du gegenüber deiner Konkurrenz. Und wenn du das siehst, zum Beispiel auf dem Schweizer Level, wenn du das absolute Nummer 1 bist, hast du ganz ein anderes Selbstvertrauen, wie du an einem Wettkampf herangehst. Mhm. Wenn du international zwischen 6 und 10 kämpfen und versuchst, wenn also immer deiner Endstelle warst, oder? Genau. Und versuchst, wenn möglichst lieber weiter vorzukommen und irgendwann mal in die richtige Medaille zu kommen, das funktioniert nicht, dann hast du automatisch weniger grosses Selbstvertrauen gegenüber deiner Konkurrenz, die dort ist, die genau weiss, ich kämpfe jetzt um die Medaille. Und das macht einiges aus. Das ist, wenn du das Gefühl hast, okay, mit dem kann ich es aufnehmen, dann gehst du ganz anders an die Sache an, wenn du sagst, leck, das ich mir überlegen. Mhm. Und ist das der Grund, warum es dann nie für die ersten drei Plätze gelangt hat? Ja, nein, ich muss einfach sagen, ich bin einfach nicht mehr drin gelegen. Von dem Talent her und so, du hast irgendwo ein gewisses Limit und geschafft. Dafür habe ich auch immer wie ein Wahnsinniger. Also ich habe wirklich sehr viel trainiert. Und ich glaube, ich habe aus dem das Möglichste rausgeholt.
Vielleicht, wenn man in der Jugend noch etwas anders trainiert hat. Ich bin noch von Amerika und Kanada rüber trainieren später. Wenn ich das früher gemacht hätte, wäre es vielleicht noch etwas weitergegangen. Aber das ist müßig, darüber diskutieren. Aber schlussendlich, warum das jetzt funktioniert, ist eben, als ich dann gewechselt habe und auf die andere Seite gegangen bin als Showproduzent und gemerkt habe, mit dem bin ich erfolgreich und mit dem wird es Nummer 1 als Showproduzent, dann wächst das Selbstvertrauen sprunghaft an. Mhm. Und das ist das, was mich eigentlich aufgebaut hat. Und, Du hast einfach zu deinen Stärken nach deiner Spitzensportkarriere gefunden. Ja. Lass, ich lasse dich noch schnell hoffentlich ein starkes Kärntchen ziehen. So, jetzt rein. Lies doch dich schnell selber. Hast du mal mit jemandem geflirtet oder dieser Person erzählt, du seist Single, obwohl du eine feste Beziehung hattest? Ich muss jetzt mein ganzes Leben aufrollen und überlegen. Hast du Teenager, verrückte Teenager-Zeiten? Sturm- und Drangzeiten? Ich hatte Sturm- und Drangzeiten. Hast du es gehabt, trotz Spitzensport? Ein sehr unstetes Leben. Also bevor ich wirklich meine Frau kennengelernt habe. Und dann ist eigentlich das die erste wirklich längere feste Beziehung. Also schon wieder mal eine Beziehung gehabt, aber ich bin recht beziehungsunfähig am Anfang. Mich so feststellen, so, mich so zurück überlegen. 91 und ich mit. Vorher war das sehr ein unstetes Leben. Ja. Viele Leute kennengelernt, viele Frauen kennengelernt. Aber nicht wirklich beziehungsfähig war. Mhm. Gute Zeit gehabt, aber auch wieder aufgehört, wieder jemand neuer und so weiter. Also es war nicht wirklich ein stetiges Leben gewesen. Und mit Yvette hat das Ganze geändert. Und ja, von dem her hat nachher auch jeder gewusst, ich bin mit ihr zusammen, wir sind schon so lange zusammen, das kannst du nicht irgendwie verstecken. Ich kann nein, nicht, kann nicht sagen, nein, eigentlich bin ich nicht mehr mit ihr zusammen und darum bin ich eigentlich für den Flirt total verfügbar. Das ist eigentlich relativ schwierig geworden. Ist schwierig, genau. Ja. Es war zu offiziell. Du, wir haben zum Schluss noch einen Wettbewerb, das freut mich sehr. Wir haben zweimal zwei Tickets für Sarton 1, 2016, eben wo ganz neu daherkommt, Jesse J mit dabei ist und der Jacksons. Sind Tickets für den 7. Februar 19.00 findet die Show statt. Ich glaube, das ist die letzte Show, gell? Richtig, der Sternjähre im Hallenstadion. Genau, bevor wir weitergehen auf Lausanne und dann auf Davos gehen. Also Davos haben wir dann auch noch. Ja, eben, das kommt dann auch noch. Mhm. Aber wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch natürlich jetzt bewerben und bei unserem Wettbewerb mitmachen. Wie ihr das macht, seht ihr jetzt unten eingeblendet. Ich sage schon mal, danke vielmals, Oli, dass du danke da bist. Toi, toi, toi für Himmel auf Erden. Und dann zack, zack, CSI und nach einer Art und Eis. Wir freuen uns drauf. Übrigens, alle Shows gibt es natürlich bei uns auch wieder an Weihnachten. Art und Eis ist unser grosses Thema hier bei uns. Mitunter auch auf dem Teleclub. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie nächste Woche wieder reinschauen. Bis dahin eine gute Zeit. Haben sich Sorge. Ade miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen.